Komm, können wir auf drei so machen? Eins, zwei und drei. Sehr geil. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F und das ist... Max mit M, genau. Ja, und wir müssen jetzt immer... Mann, wir müssen immer das Mikrofon uns gegenseitig hinhalten, ansonsten wird es schwer mit dem Ton. Ich wollte sagen, ich bin Max mit X. Wir machen heute ein Q&A in L.A. Da sind wir hier gerade. Die Jenny, die filmt uns. Wir sind hier gerade vor unserer Wohnung. Und das könnt ihr quasi gerade sehen. Das ist wunderschön. Wir sind direkt am Meer. Vielleicht fangen wir erstmal an mit der Frage von Siki-Fan. Wie alt seid ihr beide? 30. Zwei? Nein, ich bin, was bin ich eigentlich? 23, so. Ich habe die nächste Frage. Wieso habt ihr mit YouTube angefangen? Da würde ich aber auch dich anfangen lassen. Echt? Okay. Also bei mir war es so, dass ich wirklich am... Hi. Am Anfang einfach meine Gameplays, die ich gespielt habe, in Black Ops 2 war das so, einfach hochladen wollte, um zu gucken, was die Leute davon halten. Weil ich immer so, ja, ich habe mit der MSMC damals hier so 70-3 gehabt, das fand ich so mega krass. Ja, damit haben wir angefangen, ohne Facecam, ohne alles. Ja, und dann hat sich irgendwann entwickelt, sich zu zeigen, ein bisschen mehr so, oh, das macht Spaß und Entertaining-Faktor. Und ja, dann ist das irgendwie dazu geworden, so dass man da ja quasi das Hobby zum Beruf gemacht hat, ne? Durch Glück und ja, Leidenschaft. Ich finde es voll krass, dass es einfach anders ist als bei mir, weil ich habe nicht irgendwie Gameplays aufgenommen und gedacht, die muss ich irgendjemandem zeigen, weil ich war überhaupt nicht so gut wie der. Na, auf jeden Fall habe ich angefangen, weil ich nur noch YouTube geguckt habe und mir gedacht habe, boah, das kann ich aber auch irgendwie, weil ich mich immer beschwert habe über einzelne Leute, wie die das halt machen und dachte, ah, das ist aber nicht so cool. Und irgendwann habe ich mir quasi keine Ausreden mehr stellen können und gesagt, ja, mach doch einfach selber. Wenn du und Aimbot die Weltherrschaft hätten, was würdet ihr machen? Ja, let's go. Also ich sag ganz ehrlich, kein Plan. Ich weiß es wirklich nicht. Das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, das ist ja schon fast unfair und peinlich zu sagen, aber das wäre irgendetwas Perverses und mit Bikinis oder so. Okay. Also ich denke als Erstes immer so, ja, wie kriegt man das denn hin mit Weltfrieden und solche Sachen? Also klar, da denkt man natürlich auch drüber nach. Aber ich denke an Bikinis. Ja, aber Weltfrieden ist eine verdammt viel bessere Antwort. Das gebe ich zu. Irgendwas mit Bikinis. Setzt ihr euch Ziele für YouTube, was Abos und Content angeht, oder nehmt ihr es, wie es kommt und ihr Lust habt? Absolut, wie es kommt. So, ich meine, ich habe mir jetzt schon etwas vorgenommen, aber das ist eine Ausnahme. Ich habe mir das 500k-Special halt vorgenommen, weil ich weiß, was ich machen möchte. Also möchte ich das relativ schnell schaffen. Aber wie mache ich das? Na, indem ich halt einfach meine bestmögliche Arbeit abliefere und hoffentlich gefällt es euch. Also am Ende des Tages ist es einfach nur immer die Arbeit und dann das Ergebnis. Ja, bei mir ist ähnlich, aber also ich würde sagen, ich habe so oder so setze ich mir irgendwie auch jedes Jahr immer so ein Ziel, okay, was will ich vielleicht am Ende des Jahres erreicht haben. Ich setze mir da jetzt nicht das Ziel, dass ich sage, ich muss jetzt das erreichen und dann so viel Geld will ich haben und keine Ahnung was, sondern einfach eher machen und gucken, was hinterher dabei rumkommt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Liebe Grüße, Marlon. Ah ja, ich meine, das ist ja wohl die Frage, die man braucht hier in so einem Ding. Ja. Wir haben uns quasi erst lange nicht gekannt und ich habe ihn gekannt, fand ihn cool. Ich habe mir so eine Q&A gemacht, ich kann mich noch richtig erinnern, wo ich ihn voll gelobt habe als einer der besten deutschen COD-YouTuber. Das habe ich sogar gesehen. Ach, fuck. Ja, auf jeden Fall gab es dann diese Serie Chilliges Snipen und dann habe ich irgendwie das am meisten gefeiert und ich konnte nicht annähernd so gut snipen wie der. Und dann habe ich billiges Snipen draus gemacht, habe das gemacht und das hat irgendwie Max gesehen. Ja, waren wir von Anfang an sympathisch einfach, ne? Und dann haben wir uns irgendwie connected, erst später eigentlich dann durch den Stream, war das am Stream mit Jakob und ja, das war irgendwie alles mega spontan. Love Story nennt man das. Bromance. Let's go! Ah! 30 Minuten hast du ja für die eine Aufnahme. Hi, how's your name? This is Sophie. Aww. Speak, Sophie. Speak. What? Oh, Sophie's so cute. 9 weeks old. Sheepadoodle. Sheepadoodle. It's half sheep, half dog. Nah, man. I don't believe you. Have a nice one. Oh, das liebt man einfach in den USA, ne? So extrem liebe Leute und ja, die haben halt einfach Bock, mit allen zu kommunizieren und Spaß zu haben. Das ist echt geil. Sowas habe ich 100%ig erwartet, wenn wir so rumgehen hier. Ja, ne? So 100%. Eine Frau war 1990 20 Jahre alt. 1995 war sie 15. Wie ist das möglich? Wait, what? Was? War sie 15? Wie ist das? Ja, dieses Bullshit. Komm, können wir auf drei so machen. Eins, zwei und drei. Sehr geil. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Die Frage ist, finde dich super toll und feier deine immer positive Einstellung. Wie kriegst du das hin? Ich war gerade kurz davor zu sagen, das ist ja gar keine Frage, aber da kam noch was. Ja, es ist eine komplette Lebenseinstellung.
Das ist, war nicht immer so und ich habe mich nicht immer glücklich gefühlt und ich war nicht immer ein glücklicher Kerl. So ist der Vorteil davon, alles negativ zu sehen. Höchstens Selbstschutz davon, dass man sich quasi nicht mehr enttäuschen lässt, wenn du sagst, pessimistisch gesehen, ja, ich meine, wird halt schon nicht gut gehen und so, dann kannst du dich selber schützen, aber glücklicher wirst du davon nicht. Und darauf habe ich deswegen keinen Bock gehabt. Ich denke so generell diese Entwicklung, die wir wahrscheinlich auch durch YouTube durchgemacht haben. So, wenn ich überlege, dass ich vor YouTube so auch zu Schulzeiten mit dem ganzen Schulsystem und alle hassen sich gegenseitig so. Was für eine Schule warst du, Junge? Dass ich mich von so einem echt sehr schüchternen, zurückhaltenden Jungen irgendwie entwickelt habe durch dieses vor der Kamera sein und ne, diese ganze Sache. Ist gut, sagst du. Ist gut. Ist gut. Liebt ihr euch? Was, wir beide uns? Ja. Ich dachte, das passt gerade zu der Musik. Ja, also ich mag schon sehr gern. Wow! Help! Es liegt daran, dass wir hier sind. So, es ist einfach komplette Scheu ist weg. So, man schätzt. Ja, aber ich glaube, wir sind immer so auch, ehrlich gesagt. Also ich auf jeden Fall. Also wenn wir zu zweit sind auch, klar, jetzt so, wenn ich alleine irgendwo rumlaufe, macht ja keinen Sinn, dass ich so bin, aber sonst... Das sind die Verrückten, die hier alleine rumlaufen und die ganze Zeit singen oder so. Davon hast du auch viele. Die gehen einfach nur rum und sind so... Hatten Sie schon immer Bart? Ich? Ja. Nein. So, ich bin jetzt hier auf ungefähr 5 und jetzt kremme ich das hier mal hoch. Lauter machen wir was? Sehr geil. Yo! Jetzt hier am Strand. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Es ist aber sehr laut, ich gebe es zu. Vor allem, ehrlich gesagt, die Autos sind das Lauteste. Da kommt die erste schöne Frage. Heißen denn Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teig waren? Nein, denn Waren ist ein eigener Begriff. Also, nein, kurz gesagt. Wie das so ernsthaft beantwortet. Kommt ihr mal in den Norden, möchte euch gerne mal treffen. Denn Berlin ist im Norden, oder? Ich glaube, im Norden ist tatsächlich auch noch mehr Norden gemeint, oder? Oh, noch mehr Norden. Ich würde das halt nicht ausschließen, aber gleichzeitig so, keine Ahnung, wenn da nichts anfällt, dann werde ich nicht da hochfahren. Ich hätte auch gesagt, so, wir sind halt, also die Fragen bekommt man halt oft, so, ob man mal da oder dahin kommt, aber im Endeffekt, wir arbeiten ja gefühlt eigentlich immer und alles und wir sind halt eher beruflich dann mal unterwegs. Ja, man muss sich auch mal vorstellen, so, ich könnte dich ja fragen, kommst du mal nach Freiburg? Warum? Ja. So, ne? Er gibt einfach keinen Grund. Was treibt euch dazu, nach L.A. zu fahren? Habt ihr ja schon jetzt schon öfter gemacht. Also meistens sind es berufliche Gründe. Gleichzeitig finden wir die Stadt so cool und entspannend und da kannst du so viel machen, dass man auch einfach gerne dann länger bleibt. Genau, bei uns ist halt echt oft so, dass wir halt hier beruflich sind, aber wir lieben die Stadt halt wirklich auch übertrieben. Also man kann einfach nur sagen, es macht halt einfach auch mega Spaß, hier zu sein und wir sind auch mega dankbar dafür. Kann ich wahrscheinlich für dich auch mitsprechen, dass wir das absolut erleben dürfen, vor allem auch gefühlt öfter im Jahr oder einmal im Jahr, so, das ist halt echt ein Privileg. Am Ende des Tages ist es nur ein Besuch und das macht es halt auch so schön, glaube ich, weil Leben hier weiß ich persönlich zum Beispiel eher nö. In Deutschland nicht jeder irgendwie eine Waffe haben kann, alles ist so ein bisschen, ja... Man kann nicht geschützt. Plötzlich arbeitslos sein und auf der Straße landen. Das ist hier ganz schlimm, also man sieht hier wirklich so den, die Schere zwischen Arm und Reich extrem krass. Also das oh ja. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Frage. Habt ihr schon Burger gegessen? Wenn ja, habt ihr eine Empfehlung? Das fällt jetzt uns gar nicht so schwer. Da waren wir nämlich jetzt schon zweimal, dieses Mal und jedes Jahr immer. Umami-Burger ist einfach so lecker da. Es ist wirklich so viel besser, als ihr euch selber denken könnt. Und das meinen wir genau so. Es ist der beste Burger, den du je gegessen hast, aber besser. Max, danke schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, stimme ich zu. Ist auf jeden Fall eine mega chillige Art, sowas zu machen. Ich hoffe, es klingt gut und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, Kakao. Bye! Guck mal, wie klein das Loch der Linse gerade ist, ne? Ja, aber es ist halt auch noch gegen die Sonne. Die Kamera ist so... Ah!